So, und so, es geht weiter bei Rosenkreuz, die nette Freudenstache im Sterblich-Modus. Mhm. Wir sind immer noch bei Iris und ja, haben wunderschönen Spaß hier. Ja, es hat keine Ahnung, wie viele Videos. Noch sind es nicht so viele, aber ich habe das Gefühl, es werden noch etlich viele werden. Ich frage mich, wie lange dieses Projekt dann geht. 25, 30 Videos. So in etwa. Ich weiß es nicht, ist eine gute Frage. Ich alleine habe gegen den Graf-Staubsauger-Verkäufer in Grollschwert habe ich auch schon, keine Ahnung, 3-4 Videos gebraucht. Könnte hinkommen. Wirklich? Ich weiß es nicht mehr genau. Werden wir sehen, wenn es hochgeladen ist. Ja. Ich glaube 3 Videos waren es. Ich freue mich ja darauf, dass Mega Man Zero dann nicht mehr so, also Mega Man Zero 2 nicht mehr so lange dauern wird, weil danach kommt das nächste gleich. Obwohl, 10 Parts habe ich noch. Dauert aber doch noch ein bisschen länger. Auf jeden Fall weiß ich, das nächste wäre dann Grollschwert. Jetzt nichts machen. Mal kurz zurücklehnen. Ja, entspann dich ruhig, denn du müsstest dir ja vor allem die ganze Dauerkonzentration, irgendwann brichst du dann einfach nur zusammen und hast keine Kraft mehr. Ja, ich muss gerade ein bisschen Kräfte sammeln, so. Okay. Ja, so kurz strecken, sich zurücklehnen, gut zusprechen, du schaffst es sein oder bist der Größte. Ja, bloß nicht. Das bewegt meistens nur das Gegenteil bei mir. Hm. Ja, super. So zum Beispiel. Ja, das hast du ja jetzt nicht wirklich gesagt, deswegen ist es ja egal. Es ist nur halt schon na jetzt gut. Früh passiert hier, also ja. Na gut, dann drehen wir im Spieß eben um. Ach, Simon, du hast nichts drauf, du bist eine Lusche, ein Schwächling. Ich hau ab. Wenn du immer, egal welches Extrem du bringst, ich verkack's immer. Aber komm, sag ruhig, was du willst. Ich höre in dem Sinne eh nicht groß zu, in dem Sinne. Ja. Deswegen ist es ja auch nicht so schlimm. Dein Körper ist da, dein Geist ist woanders. Ja, definitiv. Ja, und wenn du das nächste Mal wegschickst, lass ihn eine Pizza mitbringen. Ich weiß, was sie danach machen, einen Film und so weiter, aber... Ja, wenn die Leute den Film kennen, herzlichen Glückwunsch. Natürlich weiß ich, warum ich es in der Rede ist. Das war Pech. Das war einfach nur Pech. Ja, vor allem da braucht man Glück, Timing und Skill. Glück braucht man nicht. Das war nur Pech, dass ich jetzt, weil ich das jetzt nicht gewusst habe in dem Sinne, den Sprung zu früh abgebrochen habe. Und ja, das heißt zu früh ab. Ich habe ihn schon durchgezogen, aber sie hat das dann erst erkannt, als ich schon wieder auf dem Rückweg nach unten zum Boden war. Und dadurch war der Winkel geringer und ist weit. Ist egal. Ist jetzt auch scheißegal. Ja. Ich könnte mich jetzt Jahre über so Quatsch aufregen, aber das hilft mir nicht weiter. Ich kann mich aufregen, wenn ich gewonnen habe. Ja, aber ich glaube eher, du würdest dich dann freuen. Oder einfach nur so erlösen, so, endlich hinter mich gebracht. Das wird sich zeigen, das kommt ganz drauf an. Ja, dann müsste ich wahrscheinlich so nach diesem Sieg so fühlen, wie ich ein Super Meat Boy mit seinem Stage, wo die Kettensägen mich die ganze Zeit verfolgt haben. 20 Minuten nur an einem Level und bin im 2-3 Sekunden Takt immer wieder gestorben. Ja, so ist das. Aber da habe ich mich nachher so großartig gefühlt, dass ich die Stage geschafft habe. Das war ein so geiles Gefühl. Wie gesagt, hier am Ende bin ich nicht mehr motiviert, müsst ihr mit rechnen. Hört man ja wahrscheinlich auch. Also das ganze Spiel über durch richtig gut gelaunt, aber jetzt das Ende ist ein bisschen sehr zäh und da kann man einfach nicht mehr so ja geil, super, toll. Weil da ist nur mehr alles so monoton, so ja, okay, geht so. Du hast ja schon gesagt, dass das eine Challenge werden soll, also eine Freudenstache-Only-Challenge.
Aber was meinst du von dem Vorschlag, wenn das wirklich viel zu lange dauern sollte, dass du diese Vollstachel-Regler einfach mal außer Kraft setzt? Weil, dazu sage ich Folgendes. Erstens, die Waffe bringt nur was gegen Spiritia. Nein, die Waffe, die gegen die Schwäche von Spiritia, bringt nur was gegen Spiritia, gegen Iris nicht mehr, und dann, ja, hätte ich noch die Fee, aber was soll denn das, was soll das denn? Nimmt, glaube ich, dann auch nur einen Strich Schaden, trifft halt vielleicht etwas öfter, aber was soll das denn? Warum soll ich das Ganze jetzt hier abbrechen und, ja, ich muss das am Ende eh, da durchhalten und dann gut ausweichen, also das kann ich jetzt auch so machen. Ja, eigentlich schon, aber bevor du hier noch ein seelisches Wrack wirst, Das ist schon zu spät. Du musst ja auch an deine Gesundheit denken. Seelisches Wrack bin ich schon. Und das nicht erst seit heute. Ja, da habe ich noch schon zwei andere Stellen gesehen in deinen Videos. Und selbst nicht mal die waren dafür verantwortlich. Auch da habe ich schon so einiges gesehen, was durchaus mich näher zum Abgrund gebracht hat. Ach ja. Ich bin auch schon öfter reingefallen in den Abgrund, also ist auch egal. Wer von uns hat noch nicht den Abgrund geküsst? Jeder von uns war irgendwann mal so richtig am Boden. Nein. So, gut. Hochspringen. Nein. Noch weiter? Wow. Du kommst nicht so nahe, Mädel. Na gut, du bist eine Frau, du kannst es gern in der Nähe kommen, aber so eine wild gewordene Tötungsmaschine, ich glaube nicht, dass ich die mehr als 3 cm an mich ranlassen würde. Oder mehr als 30 Meter vielmehr. Nein! Das war ein bisschen zu spät. Warum? Vor allem, ich würde mal gerne ein Let's Play Together mit dir aufnehmen. Würde ich auch mal machen. Hätte nichts dagegen. Ich wüsste nur nicht, welches Spiel. Aber ich nehme jetzt gerade schon auf. Ja. Und ich sage mal, willkommen zurück zu Let's Play Rosenkreuz Stilette Freudenstachel im Sterblich-Mode. Und ich musste die ganze Scheiße normal machen, weil mein letzte Mal ja ganz schön das Ding hier irgendwie Faxen gemacht hat und ich nicht weiter aufnehmen konnte. Geil, ne? Ja, was, Leute. Danke, du bist auch wieder mit von der Partie. Ja. Toll. Und ja, er hat die Iris Machine wieder mal beim ersten Versuch geschafft, so wie ich es ihm gesagt habe, aber er soll halt ja kein Selbstvertrauen, deswegen muss ich ihn aufbauen. Ein bisschen zumindest. Naja, aufbauen, ich werde gleich eher abgebaut und zwar auseinandergebaut. Fangen wir an. Auseinandergebaut, wie das schon klingt. Ja, jetzt trennen wir Freud ja da mal den Arm ab und jetzt, wenn wir hier den Nacken von den Schultern trennen, genau. Wie so ein Roboter. So, mal gucken, was ich jetzt hier so hinkrieg. Ich hoffe einfach mal, du hast geübt. Naja, so nur ganz leicht. Ganz leicht, das klingt schon nach, ja, eine Stunde später sitzen wir immer noch da. Hoffe ich doch, dass es nur eine Stunde ist. Das wäre ja ein richtiger Erfolg. Nur, sagt er. Hört euch ja, das an, was von Selbstvertrauen. Das ist wirklich nur. Das wäre der absolute Erfolg, nur eine Stunde. Geil, würde ich mir denken. Wow. Ich würde mir denken, es wäre geil, wenn du das jetzt beim ersten Mal versuchst, wenn du das beim ersten Mal wäre, passen. hätte, Fahrradkette. Oh. Hätte, müsste, könnte. Ja. Ich hab Angst, ich will doch nicht sterben. Freude, ja, lebe, du bist doch so jung, du bist doch, Oh Gott. Naja, wer weiß, wie alt Freude ist. Vielleicht ist es eine alte Schachtel, man hat sich schon weiße Haare. Wer weiß, ich werde leben. Wow. Wow, shit. Das ging ab. Alte Scheiße. Ja, das kann was werden. Ich hab richtig Schiss hier vor. Wenn ich blöder wäre, dann würde ich versuchen, mich zu sehen, aber auf das habe ich jetzt gerade keinen Bock. Ja, vor allem die vom letzten Mal, ne? Die sind ja gar nicht mehr dabei. Ja, die würde ich sowieso nicht sehen können. Ja, deswegen sag ich ja.
Ich weiß noch genau, beim letzten Mal, da bist du auch zuerst zu uns gekommen und dann wird es mit der Zeit immer schlechter. Weil dann hast du nicht mal mehr Spirite geschafft. Ja, man kann auch nicht immer alles schaffen, weil Spirite ist auch nicht gerade leicht, deswegen muss man ein bisschen konzentriert bleiben. Ich kenne zwar die Muster, aber trotzdem. Stell dir mal vor, man selber könnte sowas mit Spirite machen, im ersten Teil. Wäre schon fast langweilig. Ja, eigentlich schon. Das Einzige wäre vielleicht, wenn man es einmal durchgespielt hätte und danach hätte man irgendwelche solche Kräfte. Dann wäre das vielleicht gut, aber nicht beim ersten Mal durchspielen, das wäre zu langweilig. Ja. Zumindest, für ein Game, was zu viel von sich hält, so Mega Man Clone, Japan-Style. Oh Gott, wo fängt sie an? Da fängt sie an. Du denkst wohl, sie ist die klügste Person der Welt. Wow, shit, ich bin dämlich gewesen. Das war aber ganz schön knapp. Nee, das war einfach nur gierig. Treffergier. Ich wollte sie vorher einmal treffen, das war ein Fehler. Ich hätte sie danach noch treffen können. Ja, immerhin hören die Leute hier diesen epischen Soundtrack. Ich selber höre gar nichts, ich habe hier stumm. Ja, ich hab, ich höre es, aber ja, ich achte nicht so drauf in dem Moment, sagen wir so, ich konzentriere mich hier mehr auf den Fight hier und sterbe jetzt bei Spirit hier, okay, muss auch mal sein. Nee, muss nicht. Ja, muss mal sein. Ach ja, wie schön es doch alles ist. Wie schön ist es, auf der Welt zu sein. Ja, oder nicht auf der Welt zu sein, weil Freudia war gerade nicht mehr auf der Welt, so. Sagt die Biene, stirbt zum Stachelschwein. Nur die, ja, Freudia, weiß nicht, ist keine brave Tochter, will gerade irgendwie nicht das machen, was Papa Simon sagt. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber es ist ein bisschen, es ist halt Lust. So. Ja, und warum willst du es nicht? Ich weiß es auch nicht. So, jetzt Concentration. Ich will es schaffen. Ich will diesen verkackten Mode schaffen. Egal wie hart der letzte Boss wird. Ich will es schaffen. Ich bin schon so weit gekommen. Ich will es beenden. Ein für alle Mal. Ja, und da die Leute ja den Soundtrack hören und ich ja nicht, habe ich mir selber hier mal einen Soundtrack reingehauen, damit ich auch wenigstens ein bisschen Musik habe. Scheiße! Es ist scheiße! Es ist scheiße! Komm, ja, das schaffst du schon. Und falls sich ein paar Leute fragen, welchen Soundtrack ich jetzt im Hintergrund laufen habe, das ist die Champion-Musik aus X und Y, also Pokémon X und Y. Du hast ja mit Pokémon nicht so viel am Hut, dass mir das wahrscheinlich nichts sagen. Genau, ich mag kein Pokémon. Oh nein, ja. Freudia, das ist jetzt nicht dein Ernst! Wo bist du? Oh, ich bin schockiert, wirklich, Freudia, ich bin schockiert. Das ist ein schlechter Flachwitz. Ich weiß. Den haben wohl alle verstanden. Nee, die ganz da hinten auf der hintersten Reihe, die haben ihn nicht verstanden. Erklär ihn nochmal. Genau. Ich stelle mir das gerade vor wie so ein Kinosaal. Die Leute gucken dir einfach so zu und die ganz in der hintersten Reihe, wird so gefühlt. Jetzt stell dir mal vor, sowas würde im Kino laufen. Also das, was du hier spielst. Oh, und sagen wir mal so, 1000 Leute oder so gucken es an. Das gehört verboten, ich denke. Nee, ich glaube ja, die Leute würden das mit einer Komödie verwechseln. Oh, zumindest, oh Gott! Zumindest wäre das hier uns bei weitem besser als wie anderer Scheiß, der heutzutage läuft. Ich will leben! Ich will leben! Leben, Freudia! Das Leben ist schön! Das Leben! Ja, Freudia! Das Leben! Das Leben! Es ist so schön! Das Leben! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, 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 Iris, Iris, dafür bist du wütend. Oh, wow, wow, yes, Bitch. Aber jetzt, jetzt natürlich. Auf einmal geht sie nach links. Auf einmal geht sie nach links. Sie ist
doch nie nach links gegangen. Will die mich verarschen? Oh. Weißt du, an was du mich gerade erinnert hast? Ich hab dir ja gesagt, dass nicht dein Livestream, aber Osumas Livestream, den ich mir angucken wollte, dass der nicht ging. Deswegen habe ich mir stattdessen einen anderen angeguckt. Und da die Person hat ein Spiel namens Hamtaro gespielt, also so ein Hamsterspiel und so weiter. Und genau so hast du gerade auch geklungen. Ja, nee, was soll ich denn dazu sagen? Auf einmal ging Giris nach links, die ist noch nie nach links gegangen. Sie ist immer verdammt rechtsorientiert. Und dann geht sie nach links. Ja, das Mädel wollte auch mal was ausprobieren, was neu ist. Ja, ich geb dir gleich mal ausprobieren, die regt sich langsam auf. Warum muss immer wieder Spiritia kommen? Oh, ich schon ja, weil die auch Zuneigung will. Ich hab Angst, ich hab Schiss, ich will nicht sterben. Leben, Freude, ja, das Leben ist so schön. Spiritia ist ja, glaube ich, auch eine deiner Töchter und jetzt gibt sie Spitzerkrieg, weil sie deine Aufmerksamkeit wollen. Ja, hier gibt's gleich Aufmerksamkeit, aber frag dich nach Sonnenschein! Oh Gott, oh Gott. Oh, nein, nein, nein! Scheiße. Na gut, ich kann gut reden, weil ich guck ja nur zu. Ich spiele das ja nicht. Ja, Cut. Ich mache jetzt hier immer den Cut. Ja.